fürs Einschalten und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Bevor das eigentliche Tapping-Video losgeht, eine kurze Ankündigung. Und zwar könnt ihr mir nun helfen. Ihr könnt entscheiden, welches Roleplay ihr als nächstes haben wollt. Und zwar habt ihr jetzt oben rechts die Möglichkeit, aus zweien auszuwählen. Und zwar zum einen die Möglichkeit auf ein Psychologie-Roleplay oder auf ein Ohrenarzt-Roleplay. Denn ich möchte eigentlich so die verschiedenen Ärzte einmal durchgehen. Zum Beispiel auch ein Augenarzt oder ähnliches. Und ja, jetzt möchte ich natürlich wissen, welches von den beiden, die ich gerade genannt hatte, wollt ihr am ehesten sehen. Und wenn das nicht klappen sollte und ich zu noobig war, das einzublenden, dann schreibt mir das Ganze doch bitte in die Kommentare. Und ich bedanke mich jetzt schon an jeden, der dabei mitgemacht hat, mich jetzt unterstützt und mir hilft allgemein. Die Resonanz ist ja gigantisch und das motiviert und macht Spaß und ja, ich bin dankbar dafür, definitiv. Und deshalb gibt es heute wieder ein neues Tapping-Video. Ich hoffe, euch gefällt's und ich fange jetzt mit dem ersten Gegenstand einfach mal an. Gut. Der erste Gegenstand ist von meiner absoluten Lieblingsband. Dazu wird auch nochmal eine Geschichte kommen. Und zwar heißt die Green Day. Vielleicht kennt der ein oder andere die, wenn nicht, nicht schlimm. Aber auf jeden Fall haben die vor kurzem ein neues Album rausgebracht. Und davon werden jetzt zwei Gegenstände handeln. Ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber das ist der Wahnsinn. Die fahren hier draußen schon wieder wie Formel 1 Wagen. Das ist ein Traum, immer wenn ich aufnehme. Ich glaube, ich muss das irgendwie hier nochmal abdichten, aber okay. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Also das ist ein ganz normales Album, das ist in Pappe eigentlich mehr oder minder. Ja, so. Und da ich, wie gesagt, sehr großer Fan bin und das meine absolute Lieblingsband ist, habe ich das Album in zwei Varianten. Einmal in der normalen Edition, wie ihr gerade gesehen habt, und einmal als Buch. Da sind dann unter anderem die Lyrics drin. Und ja, das ist Gegenstand Nummer 2.
Also wie gesagt, Gegenstand Nummer 2 dieses Buch. Also wer Green Day nicht kennt, kann sich ja mal auf YouTube die Lieder anhören. Vielleicht gefällt es ja irgendjemandem. Aber ich bin auch kein Böse, wem nicht. Obwohl, ja, mal schauen, je nachdem, was ihr dazu sagt. So, kommen wir nun zu Gegenstand Nummer 3. Das ist mehr oder minder, ja, wie nenne ich das mal? Eine Schutzmappe, eine Schutzhülle. Also, ja, ich weiß gerade nicht, wie man es nennt. Aber auf jeden Fall kann man da Speicherkarten reintun. Gott, wie heißt denn der Name jetzt? Egal. Stand. Dann kommen wir jetzt zu einem ehemaligen Bleistifthalter. Also das ist so eine Mappe. Da kommt man Bleistift in. Bleistift. Ich bin zu doof, das Wort auszusprechen. Da war mal Bleistift drin. Aber den habe ich jetzt rausgenommen. Und ja, das ist der nächste Gegenstand. Schrift. Geil.
mehr wollt, dann sagt es mir und dann bekommt ihr das auch versprochen. Der letzte Gegenstand ist der größte, und zwar ist es eine Holzschale. Ich habe nämlich mal in einer ASMR-Facebook-Gruppe gefragt, was denn für Gegenstände so die besten sind, die man sich wünscht. Und da war ein Kommentar Holz und, nun ja, was bei uns so am meisten am Holz ist, war diese Holzschale und deshalb habe ich die genommen. Deshalb, das ist der letzte Gegenstand. Das war der letzte Gegenstand und jetzt würde mich natürlich mal interessieren, welcher euer Lieblingsgegenstand von diesem war und natürlich, wie euch das Video allgemein gefallen hat. Ich bedanke mich nochmal für den Support, auch wahrscheinlich unter diesem Video wieder. Vielen, vielen Dank, Daumen hoch für euch und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Ich wünsche euch noch einen guten Morgen, Mittag oder Abend. Wir sehen uns beim nächsten Mal und tschüss.